Sie kommt nach grob einer Stunde wieder und kann dir berichten, dass sie von einem korruptierten Dämon wissen, aber nicht, wo er sich aufhält, und sie versuchen krampfhaft in den Flussdeltas gerade zu forschen. Sie vermuten, dass wohl irgendjemand, ja gut, die Deltas sind sowieso sehr berüchtigt, weil da viele Piraten sind, da kann man sehr schwierig hin, aber sie suchen bereits nach irgendeinem korruptierten Wesen. Und sie wissen auch von anderen Städten, die ähnliche Probleme haben oder hatten. Sie können dir auf alle Fälle von Manavia Hafen berichten. Da sind viele Bewohner, hatte das ganze Ding am nördlichen Delta nicht. Aber auch da sind viele Menschen gestorben. Einmal Gor ist ebenso fast gefallen, möchte man meinen. Chalukant hatte große Probleme am Chaluk. Und Nazirabad und Mendlikum, noch im iranischen Gebiet, sind ebenso gefallen, ist nicht das richtige Wort, aber da sind sehr viele Menschen gestorben an dem Gift, an dem Fischgift. Also das ist ein Ding, was sich über die gesamte Küste zieht. Überall sind Agenten. Ja, Zulamin hört sich das besorgt an. Ja, es ist übel. Und natürlich ist es hier in Kunchom mit den ganzen Flüssen schwieriger. Aber gut, dann kümmern Sie sich darum und ich bin sicher, Sie werden den Dämon finden. Ja, also sie versuchen es wie gesagt mit der Brunnenreinigung, und das ist alles sehr mühselig, vor allem weil es der Manadi hat hier aktuell zwei Arme, den tiefen Manadi und den grünen, und das sind eben auch sehr viele Menschen, die da versorgt werden, und naja. Die Stadt leidet, aber sie versuchen eben ihr Bestes und sie bedanken sich noch einmal für die Warnung. Gut, dann Zulamin fertigt die Leute heute wie am Fließband ab. Der nächste ist Melek, unser Ja. Mannschaftssprecher. Was kann ich für euch tun, ne? Ihre Schönheit von Fassar. Ach, immer eine Freude, mit euch zu sprechen, Melek. Wir sprechen viel zu selten, möchte ich meinen. Nun. Ich habe mit einem eurer Recker gesprochen und er hat sich beschwert, dass seit die Aves-Seeschüler nicht mehr bei uns sind, so viel Arbeit anfällt, gerade auch niedere Arbeit. Ist die Stimmung wirklich so schlecht? Ja, die Männer reden, das ist schon richtig, ja, aber nichts, was ich nicht mit einer Peitsche klären könnte. Dafür bin ich immerhin da und werde bezahlt. Und ich habe das Problem auch mit unserem Hauptmann besprochen, er weiß ebenso Bescheid. Aber wenn ihr mögt, könnt ihr selbstverständlich weitere Männer und Frauen anheuern. Wir würden uns da nicht beschweren, selbst wenn sie von einem anderen Ort kommen. Sind denn noch welche von euren Leuten in Kunchom? Ihr seid ja damals hier zu uns gestoßen. Das könnte ich tatsächlich einmal nachfragen, ob wir weitere von unseren Männern mitnehmen können. Aber das wären weitere 50, also Bannerstärke. Auch wenn es wenig Sinn macht. Na, ihr könntet doch ein halbes Banner anheuern, aber da lässt sich sonst unser Major nicht weiter runterhandeln. Frage an Frosty, halbes Banner sind wie viele? 25. Nein, das ist zu viele, Melek. Das tut mir leid. Dann könnte ich euch einzelne Leute anbieten. Auch diese müssen selbstverständlich ausgebildet werden. Gerade wenn sie noch keine Mannschaft haben, können sie eventuell über so etwas einen Anreiz finden, danach eine Mannschaft zu bilden, ne? Nun, ich möchte euch prinzipiell entgegenkommen, aber ich möchte nicht zu viele Leute einstellen. Und naja, ihr werdet es euch denken können. Die nächsten Monate werden hart und ich möchte keine panischen Seeschüler an Bord haben. Deswegen haben wir sie auf Urlaub geschickt. Ja, Wir ich. brauchen schon gestandene Seeleute wie eure Recker. Na, vor allem ich bin gestanden, ne? Wenn ihr das überprüfen wollt, sagt Bescheid. Aber, nun, ich denke schon, dass wir die nächsten Monate zumindest bis Preios aushalten können. Danach solltet ihr allerdings wirklich, solltet ihr die Avianda weiter befahren wollen, über Nachschub nachdenken. Oder aber wir nehmen weitere Halbmatrosen an Bord. Aber das ist dann etwas für später. Gut, dann vertagen wir das. Danke, Malek. Habt ihr sonst noch einen Wunsch? Ich Lese ihn melde euch von den mich. Lippen ab. Also Ja, gut. ihr könnt mir Havulgard schicken, wenn ihr sie an Bord seht. Havulgard. Ja, ich halte mich meist von ihr fern, weil sie immer so herumschreit, aber
Da gebe ich mich lieber mit Frauen wie euch ab. Mit Stil. Ja, damit geht er nach draußen und ungefähr 5 Minuten später kommt Havulgarte rein. Weiß Waffnir, ihr wolltet mit mir reden? Ah, ihr seid schon zurück, wie schön. Habt ihr irgendjemanden ausfindig machen können, der sich als Geschützmeister eignen könnte? Das wohl, weiß Waffnir, habe ich gefunden. Er ist zwar taub, aber er verspricht gutes Talent zu sein. Gut, wunderbar. Dann schickt ihn zu Dr. Rumpel, wenn er wieder zurück ist. Und dann werden wir ihn einstellen. Wir brauchen einfach noch jemanden. Ich gehe mal davon aus, dass Boltax keine Probleme hat mit weiteren Zwergen, oder? Das würde mich wundern. Ich wollte nur nachfragen. Nun, solange sie nicht Angroschminia angraben? Na, deswegen frage ich ja. Versuchen wird das wahrscheinlich trotzdem. Aber das sollen dann die Jungs unter sich klären. Ja, das denke ich auch. Gut, dann einen tauben Geschützmeister. Ihr könnt Attack? Ja. Hinlänglich. Gut. Gut, dann vielen Dank. Was warf mir das wohl? Und damit verabschiedet sie sich wieder und geht. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache. Wahrscheinlich ist auch mittlerweile so die meiste Zeit vom Tag rum. Zulamin liest noch ein bisschen weiter in dem Tagebuch und wendet sich irgendwann an Hassan, der ja meistens still in der Nähe ist. Was wünscht ihr von mir? Mir kam gerade der Gedanke, ihr habt uns zugehört, aber ihr habt euch nicht eingemischt, also wisst ihr vermutlich nicht mehr über diesen grünen Mond als ich, oder Hassan? Ich kenne den Tempel, die Geschichte, die ihr erzählt habt. Mehr aber auch nicht. Das dachte ich mir. Nun, dann ist es wohl an der Zeit. Ich werde euch fortschicken, Hassan. Es hat mir Sicherheit gegeben, euch in meinem Rücken zu wissen, aber es gibt keinen Grund, warum ihr mit uns sterben solltet. Wie kommt ihr darauf, dass ich sterben werde? Ich weiß nicht. Selbst ihr? Auf See? Aber es ist nicht so, als wollte ich euch einfach fortschicken. Ich habe einen Auftrag für euch. Ich brauche euch, damit ihr etwas beschützt, das wichtiger ist als mein Leben. Und sie zieht noch einen Brief hervor. Könntet ihr diesen Brief nach Fasar bringen und ihn Rishalia, Ajay Khalil, im Tempel der Raja Ushtama geben? Ich kann und ich werde, wenn dies der Auftrag ist. Ihr solltet allerdings wissen, dass ihr euch um meinen Tod nicht sorgen müsstet. Selbst wenn ich die Reise über das Nirgendmeer antreten sollte, dann sei es so. Es ist gut, das zu wissen. Aber ich glaube, diese Sache ist mir wichtiger. Es geht nicht so sehr darum, dass ich Angst habe, dass dieser Brief in falsche Hände fallen könnte. Ich glaube, die wenigsten könnten damit etwas anfangen. Aber es ist mir sehr wichtig, dass er auch wirklich ankommt. Ich höre und gehorche. Gut, und sie gibt ihm den Brief. Ich denke, sie sagt ihm nicht, was darin steht. Es scheint ihn auch nicht zu interessieren. Aber ich sage es hier nochmal für die Gruppe. Mhm. Und zwar, Zulamin hat recht lange dafür gebraucht, es irgendwie so niederzuschreiben, dass jemand was damit anfangen kann. Oder zumindest Rishalia. Aber es handelt sich um ihre Erkenntnisse über den siebten Schleier. Also im Grunde die Liturgie, wie man den siebten Schleier rufen kann. Und sie möchte, dass dieses Wissen in ihren Heimattempel kommt. Ausgezeichnet. Damit ist der siebte Schleier wieder verfügbar. Nachdem er geborgen wurde aus Jerkesh. Ja, und dann übergibt sie Hassan noch einen Beutel voll Geld für die Reise und als Dank für seine Dienste.
Die Kamera bedankt sich ebenso bei euch für den Auftrag. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Euch ebenso, Kapitana. Ja, damit greift er an seinen Beutel, wird sich ein letztes Mal ein bisschen Opium in seine Pfeife stecken, anzünden, über der Schale, die da brennt, und dann mit dem Brief an seinem Gürtel nach draußen treten, auf das du ihn nie wieder siehst. Die Kajüte ist relativ leer. Normalerweise hast du immer Leute um dich herum, ein ständiges Kommen und Gehen. Selbst von draußen hörst du dann die Mannschaft, wie sie dann auf den Planken umherläuft. Von oben dann das laute Mann. Ja, über dir der Steuermann irgendwas diskutiert mit den anderen und versucht da das normale Gerät zu lernen. Aber selbst die Halbmatrosen mit ihrem doch wenigen Lachen sind weg. Auch das Brummen von Mira aus der Kajüte von Rafim kannst du nicht hören. Du siehst nur den Schädel von El-Hakir, wie er dort auf dem Tisch liegt und die leeren Augenhöhlen wohl in deine Richtung gedreht hat. Ulamin starrt ihn feindselig an. Und der Schädel starrt feindselig zurück. Wolltest du noch was sagen? Sulamin widersteht der Versuchung, ihn, ich weiß nicht, über Bord zu werfen, von Rafim zerdeppern zu lassen, oder? Ich glaube, wir brauchen ihn noch. Wäre gut, ja. Auch wenn er Novadi ist. Okay. Aber Mir, was möchtest du tun in der restlichen Zeit, die dir verbleibt, wenn Kuntio bis Sulamin sagt, es geht weiter? Ich würde mir gerne die Bibliothek des Paktierers Kanizian anschauen, ob er nur ein Paktierer ist oder nicht, Stellt. Du kannst dir natürlich eine Wegbeschreibung holen, die Herberge zum tanzenden Kamel, zur Not bezahlst du einen kleinen Straßenjungen oder so, der dich dann ausraubt. Ich würde mir schon eine Senftode, das ist die einfachste Methode, ausgeraubt zu werden. Genau. Kostet natürlich was, aber es ist für dich als Mann von Stand natürlich nicht das Problem, gerade wenn man so was wie eine Schiffkasse hat, und dann kannst du neben der Herberge vom tanzenden Kamel auch eben selbe Szene antreffen, die auch die anderen beiden zuvor schon angetroffen haben. Es ist nicht sehr aufgeräumt, es ist chaotisch, möchtest du meinen, aber nicht Paktiere chaotisch, sondern einfach wie ein schrulliger Gelehrter, würdest du meinen. Und wenn du dann schon das Gebäude betrittst, das riecht immer noch so sehr nach Staub, kannst auch du dort zunächst im Flur und dann später in seinem privaten Studierzimmer erkennen, wie es dort eine kleine private Bibliothek gibt, die randvoll gefüllt ist mit Büchern aus dem Horasreich, aus Aranien, aus Lilowang findest du Sachen, also vielerlei Dinge mit verschiedener Thematik. Also du findest Poetik, Reiseberichte, Sagen und Fabeln und auch wissenschaftliche Abhandlungen, unter anderem zum Wesen der Zeit. Also auch sowas wie verlesene aventurische Boten oder wie heißt der Spiegel? Spiegel der Schwarzmagie? Nee, den nicht, den aus Kuslik oder so. Hesindespiegel? Den Hesindespiegel, dankeschön. Also auch dazu die wissenschaftlichen Aufzeichnungen von irgendwelchen anderen schrulligen Magiern und Gelehrten, die sich mit Randgebieten beschäftigen. Wie umfangreich ist denn diese Bibliothek? Sehr. Sie ist sehr umfangreich, aber sie ist auch eben nicht sehr aufgeräumt. Das ist das Problem oder das größte Problem. Also es liegt auch alles übereinander und drübereinander, ne? Ja. Ich würde mich eher den älteren Werken, wenn ich sie denn zeitlich einordnen kann, zuwenden, um mal einen Anfang zu machen. Also so was abgegriffen aussieht? Ja, zeitlich. Wenn ich die Bücher einordnen kann in bestimmte Zeitperioden der aventurischen Geschichte, dann würde ich eher anfangen bei den ältesten Geschichten und mich dann sozusagen erstmal hocharbeiten. Ja, dann gib mir mal einen Schauen wir mal an, was das erste Buch ist, was du findest, ein W20. 3. Dann suchst du so ein bisschen nach einem der ältesten Sachen und das ist ein abgegriffener Band mit dem Namen Problematisierung Zaubertränke.
Und wenn du mal so ein bisschen aufklappst, durchfliegst, der Autor des Buches hat ernsthafte medizinische Probleme, nachdem einer der Tränke, die er einnahm, irgendwie fehlerhaft sich erwies. Und es gibt dann noch weitere Ausführungen zu weiteren fehlerhaften Tränken, die zwar interessant sind, aber er übertreibt ein bisschen mit den Gefahren. Also wenn du es gerade so ein bisschen anguckst mit den Sachen, die er da zusammenmischt, da bist du der Meinung, dass das nicht so rauskommen könnte. Das ist vielleicht nicht gesund, sowas zu trinken, aber so ungesund, wie er es hier beschreibt, ist, ja, also die Tränke sind nicht illegal, die er da zusammenbraut. Okay. Das ist eher ein Kuriosum. Was hat es mit dem Thema Zeit zu tun? Ja, das weißt du nicht genau. Du siehst auch, dass... Hat er Anmerkungen an die Seiten? Nee, hat er nicht. Aber du siehst wohl, wie auch... Kanesetianer selbst hat wohl selber einige Zaubertränke oder Salben zusammengebraut. Und du findest tatsächlich in diesem einen... Unter dieser einen Salbe eine handschriftliche Anmerkung. Ja, die würde ich mal durchlesen. Dorotanische Sphäre, was beim Limbusreisen schiefgehen kann. Und dann siehst du da so ein paar kleine Punkte dran. Du würdest meinen, als ob er da so Fliegen reingemalt hätte oder so kleine Punkte, die einen umschwirren. Gibt es hier in diesem Haus ein Vergrößerungsglas, eine Vergrößerungslupe? Ja. Dann würde ich mal die Lupe holen und die Punkte mal mir genau anschauen, ob die nicht vielleicht bloß sehr, sehr kleine Schrift ist. Ja, interessante Idee. Du vergrößerst das Ganze und nein, es scheint sich dabei nicht um eine Schrift zu handeln, die dir geläufig ist. Es ist wohl tatsächlich nur ein Punkt und du überlegst auch so ein bisschen, könnten das Sternbilder sein, aber auch das ist wohl nicht das Ding. Keine Sternbilder, die dir bekannt wären. Es sind wohl einfach nur Fliegen, die er dran gemalt hat. Okay, so ist er. Ich lasse mal das Buch an dieser Stelle aufgeschlagen und würde mich über die weiteren Bücher widmen. Hier muss doch irgendwas geben, was interessant ist. Findest noch einen großen Band über Mathematik und auch über die Transmutation von Körpern. Bis du dann auf ein Buch stößt, was dir vielleicht dann doch weiterhelfen könnte. Es ist sehr zerfleddert, sieht voll eher aus wie so eins dieser Bildbände, den man dann Kindern in die Hand drückt. Gerade wenn sie dann irgendwie das 10. Lebensjahr oder sowas bekommen, gerade im Horasreich sind die ganz beliebt. Dass da irgendwelche Maler bezahlt werden, um kleine Bildbögen zu bedrücken, wo mehrere Szenen dann beschrieben sind. Und du kannst da wohl erkennen, wie da wohl ein Magier gerade gegen jemand anderes kämpft. Und er führt dabei eine Beschwörung aus. Gibt auch so kleine Sprechblasen mit dabei, wo er dann irgendwelches Gefasel von sich gibt. Und dann mit einem Abracadabra, Simsalabim, beschwört er dann. Ja, das soll wohl ein Dämon sein, aber den hat er wohl zumindest laut diesem Bildband gar nicht beschwören wollen. Du siehst eine schwarz berobte Gestalt in Kutte und mit leuchtenden Augen. Und er trägt oder sie trägt oder es trägt eine Waage in seiner Hand. Interessant. Ich schau mal nach dem Autor. Und blätterst nach ganz vorne und findest wohl keinen Autor. Und ganz da hinten? Nee, ist keiner drin. Auch nicht, wo das gedruckt wurde. Normalerweise findest du dann auch immer ganz, ganz präsent, auch in welcher Stadt das gedruckt wurde oder in welcher Druckerei, wenn es dann mehrere Drucker gibt, wie meinetwegen in Belhanke oder so. Okay. Ich würde mir auch speziell mal bei den Büchern jetzt nach diesen drei Punkten feststellen, irgendein Muster da, eine versteckte Notation, ein System dahinter, vielleicht stelle ich dieser Punkt irgendein, ich will nicht sagen Nanos-Rätsel da, aber ein Rätsel da. Kannst du Kryptographie? Ja. Dann würfel mal auf Kryptographie. 5 Punkte. Ich bin nicht besonders gut in Kryptographie, aber ich habe es. Also dir fällt wohl auf, dass es ein System gibt.
Auch es sind wenige Randmerkungen und du weißt, dass Kanisetianer alles gesammelt hat und früher auch wohl alles gegessen hat. Da war ja alles angefressen. Auch irgendwelche Tagebücher von Seemännern, wenn sie denn überhaupt schreiben konnten. Selbst so etwas hatte er bei sich gesammelt und der hat aber irgendwie immer ein System. Und das hier scheint wohl ein System zu sein, was vielleicht geht es darüber hinaus. Vielleicht stellen diese drei Punkte vielleicht eine Priorisierung, eine Skala da, vielleicht von weniger interessanten, meinetwegen mit einem Punkt und dann hoch bis zu sieben Punkten, meinetwegen, keine Ahnung. Ich würde mal weiter suchen, irgendwie, ob ich Bücher finde, die auch diese Pünktchen, diese Fliegen haben. Mhm. Gib mir nochmal einen Wurf auf Sinneschärfe. Hm, 16 Stück. Jetzt kannst du es tatsächlich auch einordnen. Du merkst wohl in einem weiteren Bildband, das ist auch eine Horus-Ausgabe. Dieses Mal ist es wohl aus einer Kusslicker-Druckerei. Das kann man hier wohl auch erkennen. Das ist nicht wieder so ein mysteriöses Ding. Da siehst du Kaiser Silem Horus, eben als Superhelden gezeichnet, mit einem wehenden Umhang. Und er kämpft wohl gegen die Truppen von Sultan Dunjaban. Interessant. Dir fällt auf, dass die Truppen vom Sultan Dunjaban alle das gleiche merkwürdige Symbol haben. Und zwar ist das, es ist ein Achteck, aber ein ganz merkwürdiges, ein in sich verschlungenes Achteck. Und sie tragen sehr viel gleiche Ikonografien von einem, ist das eine Donnerechse? Es hat zwei Hörner auf der Stirn und eins auf der Nase und einen merkwürdigen vogelartigen Schnabel. Das müsste wohl eine dieser Sumpftiere sein, irgendein Echsenwesen. Ich glaube, wir haben so einen Sumpfwesen schon gesehen bei Paul Berra in Baramak, als wir ihn simpfen wollen, glaube ich. Das auf dem Viech geritten, oder? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er so eine Hornechse hat. Ich meine nicht. Nee, ich glaube nicht, dass es eine Hornechse war, die wir da gesehen haben. Nee, ich glaube auch nicht. Hornechsen hatten wir bei uns noch nicht thematisiert. Okay. Weil es auf eine Art Triceratops geritten oder so etwa? Das war doch das Skelett, was er belebt hat. Oder? Ah, genau, so rum, ja, genau. Genau, also ja, er hatte ein belebtes Skelett. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das eine Hornechse war. Ich glaube ja. Also dieser okay. Sultan Dunjaban, der hat auf alle Fälle sehr viel Ikonografie von der Hornechse bei sich und auch bei seinen Truppen, während er dann da gegen Kaiser Silem Horus streitet. Silem besiegt ihn aber. Wie gut, dass du einen Echsenexperten hast, der dir das erklären kann. Ja. Ja, ich würde einfach weiter so, bis der Abend anbricht wahrscheinlich. Also ich habe wahrscheinlich genug zu tun, mich dadurch die konfuse Bibliothek zu sortieren. Ja, also das ist von sehr interessant auf sehr, sehr langweilig. Ach, da fällt mir dabei ein. Ach, da war noch was. Ich lege von so einem Buch beiseite und wollte mir jetzt mal die Särge angucken, die mir beschrieben wurden. Von Sulamin, da war ja noch was. Ja, eigentlich ich bin nur abgelenkt von Büchern, ich weiß auch nicht warum. Die interessanteste Sache, ja. Du kannst dann eben in den Keller hineintreten, vorbei an einem kleinen Vorratsraum, der wohl auch weiter geplündert worden ist. Und wenn du dann reintrittst, siehst du auch hier wieder zahlreiche Särge, die hier herumstehen. So wie von Zulamir beschrieben. Ich würde mir voll nach diesem Sarg mit dieser Kanope oder diesem Siegel von diesem Dunjaban umschauen. Mhm. Ja, du findest das relativ schnell. Auch hier siehst du am Sarkophag die gleiche Ikonografie, wie es wohl eben in diesem Bildband zu sehen war. Wurde dieser Sarg schon geöffnet? Kann man ohne Spuren erkennen? Nein, kannst du nicht. Also der wurde transportiert von irgendwohin hierhin und auch nicht pfleglich behandelt. Also ein paar Schmarrer und Kratzspuren, die kannst du auf alle Fälle erkennen, aber keine Brechstangen oder so, die angesetzt worden sind. Okay. Der ist aus Holz oder aus Stein, dieser Sarg? Aus Stein, ein Sarkophag. Okay, und der steht auch hoffentlich ebenerdig, also da steht nichts oben drauf irgendwie. Das ist jetzt einer der obersten. Ah. Also da stehen noch zwei drunter, ja. Okay, dann muss ich nach oben klettern.
Ich würde mal probieren, umzuklettern und mich mal den Sarg rundherum anschauen, ob da irgendwelche feine Spuren zu erkennen sind an der Linie zwischen Sargdeckel und Sargboden, glaube ich. Also, wonach genau suchst du? Der ist nicht aufgemacht worden. So, okay, lässt er sie einfach öffnen? Sieht so aus, als wenn er einfach zu öffnen wäre? Also die werden normalerweise zugemacht und dann sollen die auch zubleiben. Du willst ja sowas wie Grabschändung verhindern. Da müsstest du jetzt Gewalt anwenden, wenn du den aufbrechen möchtest. Ja, das... Ich würd mich vorher nochmal runtergeben und mit einem Odem, mit mir über Zeit lassen, rund um sich, glaube ich, ein plus 3, also einer Odem, um einzuleichtert. Mhm. Auf diesen Spitzsarg halt.